Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Asienwettstreits. Und jetzt, ja, wir haben ein bisschen wenig Gold. いずこに向かうべきや一度もっと食いもたげむまでちゃんと集めるぞ。Trotzdem gehen wir jetzt erstmal noch ein bisschen auf Forschung. 薬技をいただきたく存じすぼろいかにいたすべきや一度よく聞け。皆の衆、よく聞け。堀に行かねば、成就したも同然、必ずや。どこぞに行くべき。行くぞ。よく聞け。無理じゃないぜ。八千の知恵を尽くすまで。に行くべき。恩下士頼む。仰せの通り向かい申し。一同に目お任せください。皆の衆、譲るをお指図の通り。一同よく聞け。しかし一同に命ずる。馬に乗り申す。恩下士に従うまで。いかにいたすべきや。皆の衆、下士のほど進みながら。一同よく聞け。恩下士頼む。しかり聞き届けた。仰せの通り進み申す。下士のほどは。ただいま、沙汰いたす。励むまで。一同、よく聞け。励むまで。御方のため、いかにいたすべきや。撃ってきた。まさに造営の最中。御方道断、一同に命ずる。下士のほどは勝つのはわしじゃ。譲るを引いて構進みながら。皆の衆、よ皆の衆、よく聞け。いさめ、やり必ず掘りなし申すべし。我と共に。あ、noch sind wir。一度よく聞け。仰せの通り。
Dumm sind die nicht. でござるか。一同に命ずる。大須の通り向かい申し、雑誌図の通り向かく聞け。行け。雑誌の通り、お雑誌図の通り。Ich mache mich hier von dieser Seite aus ein. Sayode. Ikana Yakuga. Sugni Lakse to Naran. いたすべきや皆の衆よく聞け。いざ参らん。励むまで、すぐに励むまで、御方の作用でいかにいたすべきや。まさに造営いかにいたすべきや。御方のため作用でいかな役が見事な造営となり申し候。まさに良い出来栄え。役儀をいただきたく存じ候。いずこに向かうべきや。まさにぞ励むまで。さようでござるか。成就したも同然じゃ。拙者必ず良き仕上がりぞ。励むまで。一同よく聞け。Ja, okay, jetzt haben wir einen Fisch verloren. Ein Fischvorkommen. Sokuzani Eis Masbisch. Wazato Zurini Demo. Ichido, Yoku Kike. Gyoi ni Tsukusu no mi.まさに造営の最中、励むまで。持ち場に作用出立の時じゃ、僧の者ども。下地皆の衆、よく聞け。御方のため、しかり。Die Kommensteuerungsgruppe in Steuerungsgruppe 9. 皆の衆、よく聞け。Im Moment reicht es. Die werde ich jetzt bauen, die ich muss. よく聞け。まさに造営の最中。気圧極まりの衆。そう bekommen die mich nie。
Zumindest nicht. Ichido, yoku kike. On kata no tame. Ichido ni meizuru. Haben wir drei. Wir haben aber kräftig kassiert. Noch zwei weitere, meine ich, das muss jetzt sein. いかにいたす一度よく聞け Der Tanegashima Büchsenmacher wird jetzt gebaut. Bogen können wir ja so auch bauen. Auch wenn die andere Sicht besser sein wird. Monomi, Umani Nori, Sono Mune, Hatas Besch. Ikani Itasu Beki. Mina no Shu, Onodomo, Yukudo. Sugni Rakse Tonara.Ja, die erste Schlacht haben wir gewonnen. So. Monodomo.
攻め込む指図くだされ。Das ist auch sehr nützlich. So, das ist auch wichtig. ますます手柄を立てたく存じそろう。よく聞け、ご加盟じゃ。よく聞け、ご加盟じゃ。Auch zu wenig. この結構立ててみせる。 Noch mal etwas Holz. 良き出来栄え。武者ども、やり場に駆り出してくれるぞ。やり場に借り、戦はどこじゃ。武者ども、指図下す。やり場に借り出してくれんか。仰せの通り進み申しそう。戦はど、指図の通りに沙汰いたす。静かによ、手柄を上げるぞ。神妙なるお指図、お指図下され。戦はどこじゃ。今に我が合図を待て。控え、よく聞け。今にお指図あるべし。刃にも攻め寄りたく存じ候。お使い申し。者ども、仰せくださるぞ。やり込む差し出くださる。金銀はいずこに。Die gehen jetzt noch mal. So. Das brauchen wir nicht. Aber das. Das.Die kommen immer mit Brand an. Sobald alle 5 draußen sind, oder zumindest 4 Stück.
我が場に攻め寄りたく存じそうろ。Die habe ich zwar noch nicht, aber das ist schon in Ordnung. Die Aufwertungseliteeinheit bei Onobugeisha ist meiner Meinung nach wichtiger im Moment gerade. So, jetzt geht gerade die Arbeit des Onobugeisha nicht so schnell voran, wie ich das gerne hätte. Und jetzt, aber es gibt mehr Rüstung und mehr Angriffskraft für die Fernkämpfer. Die Bogenschützen laden wir auch auf. Das ist auch sehr wichtig. Und unsere das muss auch. So, jetzt verbessern wir die Außenposten. Sessha ni kakareba. Yoku kike, Gokameja.
結構。立ててみせる。控え。よく聞け。Mein Samurai ist noch nicht auf beste Stufe. よく聞け、ご加盟じゃ。者ども、仰せくださるぞ。Das dauert noch lange。Bogen ist ziemlich effektiv. Die werden hier die Rehe jagen. よき仕上がりぞ。Ja, hier befestige ich mich mal meine Küste. おいとま無用、村衆。命を待つ村の者ども、指図に備えよ。よく聞け、ご加盟じゃ。御意に尽くすのみ。武者ども、増し続けます。者ども、仰せくださるぞ。一度、進め。Wir werden jetzt geheilt.Und das macht mehr Punkte, weil es war einfach ohne Verteidigung. Während ihr geheilt werdet, könntet ihr ja schon mal.
名を一同共に者ども仰せくださるぞ。Treffpunkte von Gebäuden, ja. Lagerungsschießpulver habe ich noch nicht. So, jetzt haben wir wieder Goldmangel. Die erhalten eine Fernkampfrüstung. Hier warte ich wieder, bis ich genügend Gold habe. よく聞け。少し歩け。Wir sind punktetechnisch deutlich überlegen, aber das muss noch gar nichts heißen. ますます手柄を立てたく、よく聞け。さしずくだ一同共に進み申すべし。固く造営すべし。そうですね、スランさん。An der Bevölkerungsgrenze der aktuellen. Aber wir können noch 150 mehr bauen. Yoki Dekibae. So. Aimade.Wird es schneller? Wieso sehen wir? Yoki Shiagari so. Bei 350 maximal.Scheint mir doch etwas seltsam. Weil eigentlich wäre 500 angesagt. ただいま沙汰いたしておるところ。静かによく聞け。槍場に借り出してくれん。武者ども、さしずくだす。静かによく聞け。
武者どもさしず下す。Dann greifen wir mal mit 36 Schiffen an. Und wir Wir können jetzt zwar keine Söldner Mangudai und Söldner Wüstenpündro entwickeln, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Und um diese geweihte Stätte zu beschützen. Die haben keine Chance, meine fürs Erste. Also, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir greifen auch mal an. Und wir brauchen hier einen Spähposten, sag ich jetzt, nenne ich das mal. Scheint, als hätte der fast aufgegeben. Also diese
Vorzeichen müssen wir baldmöglich einreißen. Ich werde es euch dann in der nächsten Folge zeigen. Und mit Blick auf dieses Ereignis verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Euer Opfer.